Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World. Der normale Exit von diesem Level fehlt uns noch, den Secret Exit Hump hatten wir ja schon. Und ich habe mir wieder Yoshi geholt und die zwei Federn, weil ich habe keine Lust mehr auf dieses Level. Das Level hat mich schon letztes Mal ein bisschen genervt. Deswegen versuche ich hier ein bisschen schneller durchzukommen, was natürlich nicht möglich ist, weil diese doofen Dinger hier im Weg sind, wie irgendwelche ganz gemeinen Viecher. Oh. Oh, das funktioniert mit Yoshi. Das ist gut zu wissen. Das ist wunderschön, das freut mich. Das wusste ich nämlich nicht. Und weil ich den letzten Part gefühlt nur gesungen habe, mache ich das in diesem Part mal gar nicht. Versuche ich zumindest, also mit der Melodie so mit zusammen. Weil ich glaube, dass es mittlerweile schon recht nervig ist. Für mich wäre es nervig, wenn ich gucken würde. Glaube ich. Deswegen mache ich es einfach so. Nom. Jetzt muss ich kurz warten. Einfach durchwaschen, wir müssen nichts mehr finden. Keinen Exit mehr. Jetzt muss ich hier wieder warten. Komm mal her. Du schmeckst doch immer wunderschön. Jetzt hier oben schnell durch, da muss man dann nicht unten warten. Die Yoshi-Münze ist mir total wurscht. Oh nein, beeil dich. Ich will dich... Ach, gut. Ich wollte dann nämlich auf gar keinen Fall noch warten. Weil dieses Level ist wirklich nur so noch schnell, mach schnell fertig, was du letzten Part nicht geschafft hast. Uh-oh. Bleiben Sie hier. Monsieur Yoshi, bitte. Ist den auf und dann... Uh-oh. Hier ist ganz schön viel los. Oh, das ist hier unter Wasser. Mir soll es egal sein. Ich habe hier beide Exits in dem Level. Ich muss nicht mehr in dieses grausame Wasserlevel rein. Das ist schön. Und es ging auch relativ flott. Also, alles gut. So, nächstes Level. Wahrscheinlich auch wieder mit Secret Exit. Ja, natürlich. Forest of Illusion 3. Ich mache erstmal das Geisterhaus. Ne, ich mache erstmal jetzt 3. Erstmal dieses hier machen. Upsala. So. Oh Gott. Alter, okay, ich gucke mal nach, ne? So. Alles gut. Und ich drücke am Anfang immer den falschen Knopf. Und so, dass ich von Yoshi abspringe. Ich weiß nicht warum. Ich sollte mir das mal abgewöhnen. Und ich muss mir mal angewöhnen, diese Röhren hier reinzugucken, weil hier ist wieder ein Secret Exit. Weil das Level mega gemein ist. Aber gut, dass ich hier Yoshi habe. Ich glaube, es wäre ohne ihn ziemlich nervig. Oh. Du kommst mit. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Okay. Hier ist Yoshi. Den brauche ich nicht mehr. Da kann man rein. Ah, toll. Yay, Leben. Dann hier so vielleicht. Nein, okay. Dann, nein. Dann habe ich hier noch wieder ein Leben. Wunderschön. Toll. 3 oder 4 Leben, ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, das war mir ein bisschen egal. Wenn ich ehrlich bin. Ach, da bin ich eben reingegangen, oder? Können wir es nochmal machen? Wenn ja, ist es mir jetzt mal egal. Oder es kommt einfach immer das Geräusch. Ja, du hast voll verkackt. Dann gehe ich einfach mal weiter. Fresse weitere Bomben. Beziehungsweise Yoshi frisst die Bomben. Ich würde das hier nie machen. Den Pilz möchte ich nicht, weil dann kommt der in mein Inventar und da habe ich gerade eine Feder und das wäre doof. Deswegen ist der für mich quasi gerade ein Enemy. Ein Gegner. Kann mir irgendwie anders hoch. Okay, du kommst mal weg. Dich möchte ich haben. Schon wieder ein Pilz. Oh Gott, was ist denn gerade los? Komm mal hier rein. Nein, Yoshi. Okay, dann hier rein. Kann man nicht. Toll. Ist hier irgendwo irgendwas überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich renne hier einfach mal ein bisschen lang. Checkpoint. Wieso geht das nicht da? Den Brummer da auszuschlagen. Ich dachte, das geht. Hier rein. In irgendeiner Röhre ist bestimmt der Secret Exit. Meine Güte, was, warum leckt denn das gerade so? Ich habe doch im Hintergrund nichts laufen. Ich will jetzt nie nach jedem Leck nachgucken, ob es noch geht, weil bisher hat es, wie gesagt, noch nie ein Problem gegeben.
Oh Gott, Zeit ist fast um. Ja, ich hoffe mal, dass hier in keinem was drin war. Nirgendwo. Kann man hier rein? Ja, kann man. Sehr, sehr gut. Exit vielleicht. Ja, ist er. Wunderschön. Ja, aber hier musste man groß sein, für, damit das geht. Gut, dass ich noch groß war. Okay, beim Secret Exit geht's hier raus zum Schloss. Oh, man muss den Secret Exit finden. Das ist ja interessant. Das gab es ja noch nicht, aber den normalen Exit brauchen wir trotzdem noch. Wo führt der dann hin? Führt er hier im Kreis oder so? Das wäre gemein. Wenn man diese Welt immer im Kreis laufen würde, wenn man kein Secret Exit findet. Kusch. Oh Gott, nein. Nein. Blöder Bob Om, verpiss dich. Komm mal her, Yoshi. Ich mag dich viel lieber als die Bob Oms hier. Werde jetzt hier. Oh, das kann ich jetzt sogar mitnehmen. Besser als nichts im Inventar. Hab ich dich hier runtergeholt. Braucht das wahrscheinlich nicht mal wegen der Feder, aber es ist mir gerade egal. Lauf! Dass es gut gegangen ist, wundert mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Oh Gott. Böser Pilzer. Hat mich voll abgedrängt, der Pilz. Nom. Ich esse die Meile auf, damit hier nichts passiert. Da war der Secret Exit. Nee, war er nicht. Er war hier hinter erst. Hier hinter irgendwo. Ah. Das ist doch doof. Komm her. Es ist doch nicht nett. Da hustet gerade irgendwer im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht. Hier ist das Ende. So. Gut. Juhu, ich hab's geschafft. Ich fühle mich so gut. Yeah. Das führt hier mich zum Geisterhaus. Oder wie? Tatsächlich. Man wird hier wirklich im Kreis geführt und dann mache ich mal ein Geisterhaus, wa? Yoshi muss leider draußen bleiben, jetzt habe ich wieder keine Power-Ups, das ist schlecht. Okay, ich bin eingesperrt, oh ne. Da ist eine Tür oben drauf. Das freut mich gar nicht. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Verarschen? Ja, was soll ich denn da machen? Hallo? Oh Gott. Die sind gemein platziert. Da oben sind Türen drauf. Wie kommen denn da zu den Türen dahin? Die sind gar nicht nett. Kann da hoch wahrscheinlich. Hier so. Oder auch nicht. Das war aber eine Idee, die nicht richtig war. Dann halt nicht. Dankeschön, du blöder. Ja, ja. Die gute Sache ist, ich behalte Yoshi auch, wenn er das nichts bringt in dem Level. Aber naja, gab es hier irgendwo einen Pilz? Wenn ich einfach durchrenne, dann komme ich auch an dem blöden Buhu vorbei. Ja, dankeschön. Da konnte ich viel machen. Kam im Bild, ich war sofort tot. Ja, natürlich, ich schiebe die Schuld wieder aufs Spiel und stelle auf mich. Aber ihr kennt mich, das mache ich sehr, sehr gerne. Das macht irgendwie jeder Let's Player gerne, oder fast jeder. Komm weg da. So. Kommt her. Ich möchte nämlich über euch rüberspringen. Ja. Jetzt seid ihr wieder da. Kann mir noch einer? Ja, jetzt kamst du. Ihr geht jetzt erstmal weg, bevor ich den Pilz nehme. Du auch. Kommt noch einer? Nee, gut. Da war noch eine Münze. Okay, hier ist nur eine Tür. Oh nein. Was ist da drin? Ein Pilz. Ist gut, gib mir den Pilz. Ich brauche den Pilz. Ich hoffe nur, dass ich hier nicht fliegen können muss. Oder vielleicht muss ich doch fliegen.
Diese Lexi tut mir wirklich leid, aber da kann ich jetzt gerade wirklich nichts machen. Ihr blöden Geister, was soll denn das? Ja, hier ist ein Leben, toll. Ja, das ist fair. Hier ist nur so eine Geistertür mal wieder. Es war klar, dass man die irgendwie wieder mitnehmen kann. Ah, jetzt muss ich hier. Dass man den P-Switch mitnehmen muss, das war logisch, weil es war bisher immer so. Hier waren zwei Türen, ich nehme natürlich die hintere. Weil die hintere ist immer Secret Eager, hier ist so eine Münze. Und da haben wir einen Mond und ein Ende. Das ist wahrscheinlich der Secret Exit, weil sonst wäre hier kein Mond. Schön, dann fehlt mir ja nur noch einer. Hey! Der führt... Toll, der führt mich dahin, wo ich schon war. Das ist natürlich wunderbar. Gut, dann gehe ich nochmal woanders hin, wa? Weil es ist definitiv, hier gibt es definitiv ein Secret Exit. Vor allen Dingen, weil es in dieser Welt bisher in jedem Level einen gab. Wenn es hier keinen geben würde im Geisterhaus, wäre sehr, 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 sehr merkwürdig. Es gab ja schon einen im Geisterhaus keinen, aber hier gibt es bestimmt einen. Guck mal, ja. Ich beeile mich hier mal ein bisschen, am besten ohne zu sterben. Kommt ihr wieder? Nein. Jetzt wart hier euch drei ab. Oder zwei. Der dritte kommt jetzt erst. Ja, okay. Hier gibt es nur diese Möglichkeit. Dann... Oh Gott. Laufe ich hier am besten ein bisschen. Die Feder ist mir tatsächlich mal egal, weil ich will einfach nur schnell an dem Buhus vorbei. Ach so, jetzt hätte ich natürlich den nicht nehmen sollen. Yes. Blöden Buhus. Ich renne noch mal ein bisschen zurück, um die hierher zu locken. Dann renne ich wieder hier hin, um hier reinzugehen. Was ist denn hier? Oh, hier werde ich zurückgesetzt. Okay, ich muss also wirklich den Geheimgang in Anführungszeichen nehmen. Alles klar, das wusste ich nicht. Dann nehme ich diesmal halt da die erste Tür anstelle die zweite. Dich nehme ich wieder mit. Dann renne ich wieder, was das Zeug hält. Nein. Nicht Buhus. Buhu böse. Drück drauf! Geh rein! Gut. Ich hasse diese Räume mit 1 Million... Eine Quadrilliarde Buhus. Sie sind einfach nur nervig. Du triffst mich nicht. Dann gehe ich hier rein. Und ich finde mich im normalen Exit wieder. Wahnsinn. Das hat länger gedauert, als es müsste. Aber es, so ist es halt manchmal. Wo findet der jetzt hin? Ja, whoop. Der führt zu dem Level da. Forest of Illusion 4. Ja, gut, rein da. Oh Gott, nee, dich kenne ich. Wenn ich denn Leben nehme, dann wirfst du die ganze Zeit nur irgendwelche Items zu mir hin und bist dann richtig böse auf mich und das möchte ich nicht. Ja, wenn du... Ja, wenn du mich in den Rhein schleuderst, dann ist es nicht meine Schuld, du Penner. Ja, dann habe ich eine Feder bekommen. Kann ich nicht da oben eigentlich aufessen? Bestimmt. Oder ich mache dich einfach so kaputt. Habe ich halt kein Yoshi mehr. Aber du bist weg. Kommt der neu? Ich hoffe nicht. Aber wie ich das Spiel könnte, kommt er wahrscheinlich neu. Ah, Blume. Ja, natürlich kommt er neu. Kleiner, mieser Penner. Geh weg. Oh, die geht hoch und runter. Aus Gründen. Damit man da rankommt. Wahnsinn. Das brauche ich nicht unbedingt, aber in irgendeiner Röhre wird hier wieder was sein. Das kennt man doch. Ja, da oben ist der, die Halbzeit. Die nehme ich doch ganz gerne mal mit, wenn ich ehrlich bin. Ein P-Switch. Den nehme ich mal mit.
Und was soll ich denn hier sofort drücken? Ich drücke mal hier. Das sind ein paar Münzen. Okay, dann renne ich mal und gucke, ob hier irgendwo anders noch der zu gebrauchen ist. Da kann man rein. Wasserpassage, yeah. Was bringt das, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, hoffentlich ist hier der Secret Exit. Das wäre gut. Dann hätte ich den schon mal gefunden. No. Okay, hier geht's wieder hoch. Moment. Hat mich das jetzt zurückgesetzt? Wahnsinn. Ist ja gemein. Jetzt versuche ich mal da hoch. Ich könnte mal versuchen da hoch. Nein, das ist der falsche Knopf. So. So, dann nehme ich das hier mit. Kann man hier rein? Ja, kann man. Und ich nehme den P-Switch sogar mit. Na, sieh mal an. P-Switch nicht gebraucht, aber ich habe den Secret Exit gefunden. Yay. Wo führt der hin? Ach, der führt da raus zu... nee, der führt nicht raus. Der führt zur Forest Secret Area. Okay, dann noch der normale Exit. Und dann war es das für dieses... Uiuiui. Dann war es das für diese Folge. Würde ich mal sagen. Diesmal möchte ich auch dein blödes Leben da nicht haben. Ich töte zwar deine Freunde, aber das scheint dich nicht zu stören. Ah, okay, dann habe ich jetzt doch genommen. Mir doch wurscht. Kusch. Wie gesagt, ich könnte, also wie ich nicht gesagt habe, ich könnte halt einfach wieder über alles rüberfliegen, aber es wäre langweilig und deswegen werde ich es nicht machen. Dumm, dumm, dumm. Wie kann man denn mit Yoshi fliegen, wenn man ihn hätte? Wofür ist das hier? Verstehe ich nicht ganz. Und hier ist das Ende, also... Na gut. Das normale Ende wird wahrscheinlich nach rechts führen und dann wieder zum Pfad anschließen, wo ich schon war. Könnt ihr mir zumindest sehr gut vorstellen? Der führt sogar einmal ganz durch, bis zum Wasserlevel. Wahnsinn. Toll. Das bringt mir sehr viel. Naja. Auf jeden Fall war es das für diese Folge. Nächstes Mal geht es weiter mit der Forest Secret Area, die tatsächlich immer kein Secret Exit hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.